Warum soll man denn euch helfen? Ich bin 56 Jahre. Ich bin seit meinem 19. Lebensjahr selbstständig. Ich habe 1,5 Millionen Jahresumsatz gehabt und habe meine Steuern bezahlt. Also ich bin kein Dummer. Eine Burg. Guck mal, hier ist die Burg, das ist, alles klar, das war jetzt nämlich. Aber Burg? Und? Das, ne, das ist die Burg, das ist ja auch ein bisschen. Mal rein. Irgendwie mehr drunter vorgestellt. Ja. Sieht wieder aus wie im Kindergarten, ne? Das ist so mit Spinnenbeben schön zugewachsen. Also ein bisschen kitschig alles, ne? Und schau mal, hier hinten sieht's halt auch total runter. Also irgendwie aus wie Sperrmüll, ne? Also nicht, ja. Nicht wie ein Betrieb, ne? Ist das ein Betrieb? Alles voll Spinnenbeben, alles voll mit Gruscht und da Sachen, die keiner braucht. Wenn du das als Flaggschiff verkaufen magst, ja, dann musst du es doch pflegen. Ne? Schon, ja. Von der Burg, wie ich sie kenne, ist sie ganz weit weg. Ich finde, das Einzige, was hier an eine Gastronomie erinnert, ist der Kippenautomat. Und der Name. Und eine Speisekarte. Es ist die kleinste Speisekarte der Welt. Hallo. 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 Hallo, wer bist du denn? Guten Tag. Ich bin die Susi. Grüß euch. Hallo, Susi. Hallo. Was hast du hier mit dem Haus zu tun? Ich bin der Eigentümer. Du bist die Eigentümerin quasi? Genau. Ja? Und dann gibt es den Partner noch? Oder den Mann? Mein Mann, ja. Rinderbierfleisch mit Blaukraut, dann Rinderbraten. Was ist das hier? Gambas. Weißt du was, wir haben sowieso einen kühnen Vorschlag. Weil die Karte so klein ist, möchten wir gerne die Standardkarte als erstes bestellen, mit dem Batzen zusammen, ne, mit dem Spezialgericht. Und als Hauptgang die Tafelkarte. Okay, alles okay. Klar, sag ich mir. Darf ich mir jetzt nicht da vorne rein? Ungeschmack. Ja, das ist aber alles. Das ist aber jetzt scheiße. Nee, ich habe keinen Wurstsalat und Sauerkraut habe ich auch nicht. Ne? Also kein Wurstsalat und kein Braten? Schnitzel mit Pommes, das geht alles. Was Pommes soll ich auch noch machen? Okay. Ach mein Gott, ihr macht's mir alle fertig. Das ist doch alles zum verrückt werden. Susi! Essen fassen! Susi, wo sind meine Friedrichsthaler? Ich suche die überall. Das kann's doch nicht sein. Ich wäre hier wahnsinnig. Es geht schon wieder los. Susi! Den Bierbraten und den Schweinebraten. Okay. Ihr habt das jetzt nicht sortiert nach als erstes die Karte und als zweites die Nein. Karte? Nein. Wolltet ihr das so? Was bestellt? Ach so, okay. Nein, das naja. Okay. Ich komme mit dem Braten durcheinander. Gemischter Braten, Rinderbraten, Schweinebraten. Bierbraten. Bierbraten. Ja, Bierbraten. Und nochmal Schwein. Und nochmal, also, nochmal Schwein? Das ist ziemlich identisch. Oder? Ich hör's aber, er brüllt schon immer super laut zu. Susi. Ne? Ja, also, ja, war das nicht eine Frauenstimme, die das gebrüllt hat? Nee. Guck, also ich glaube, der kriegt auch ein bisschen Stress gerade. Ich finde es ein bisschen dröge so. Ein bisschen, ne? Aber wenn es jetzt mit ganz viel Soße und so, dann hast du schon. Aber Raffinesse ist keine dahinter, ne? Nee, ja. Ist relativ normal gekocht. Könnte jetzt irgendwie auch im Krankenhaus auf so einem, weißt du, mit diesen hier Beilagen auf so einem Plastik. Ja, ohne Petersilie. Hier beim Krustenbraten, wenn das eine Kruste sein soll, dann bin ich auch der Kaiser von China. Schade, ne? Wenn du es auf der Karte stehen hast, als Krustenbraten hier in Bayern, dann sollte es auch Krustenbraten sein, ne? Susi! Nimm halt dir die Jägersoße bitte hinten raus und mach's drauf, das verbrennt doch alles. Hör doch zu, wenn ich mit dir rede. So, dann haben wir Leberkäse mit Ei und Käsespatzen. Okay. Ist es gut gebraten, dunkel oder extrem dunkel? Ja, von den Seiten extrem dunkel, aber hier geht's. Aber das ist hier, was ist das, Kartoffelstampf? Das ist so gebleichter Kartoffelsalat nach Art von Michael Jackson. Nein, aber in Bayern würden sie dich doch dafür eigentlich aufhängen, oder nicht? Und das ist aber Bayern, ne? Ja, aufhängen nicht direkt, aber steinigen, glaube ich, schon. Ne? Mit Bierkrüm. Mit Bierkrüm, ne? Weißt du, wo der bestellt hat? Aus dem Darknet. Wetten das? Deshalb ist er so dunkel, ne? Eine eigene Handschrift hat das jetzt. Hör mal, hörst du das? Ja, der ruft nach seiner Frau. Susi! Susi! So. Und dann funktioniert das halt so. Susi! Die Kartoffelsalat kennen wir schon, aber mal gucken, wie die Bratwurst ist. Also die Wurst hier, die ist roh, ne? Guck mal, das ist mit Medium gebraten, ne? Medium ist schon sehr freundlich ausgedrückt. Ich würde sie nicht essen. Also, so. Die kannst du so nicht essen. Boah, was ist das denn? Aber das ist doch eine Kriegserklärung, finde ich. Ja. Kriegserklärung ist in Bayern, ne? Vorsicht, nicht, dass das Ei rausfällt. Das ist eine Granate, wo ist denn der Zünder? Und was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wenn dir alles egal ist, dann würdest du den Teller jetzt irgendwie. Nee, der ist nicht. Nee, den ist auch nicht. Friedrichsthaler Sprengbombe, ne? Denke ich, oder? Wenn du sowas auf dem Feld findest, dann weißt du, von wem es kommt, ne? Das könnte auch ein Meteorit sein. Nein, das wird geborgen. Dann kommt irgendwie der THW irgendwie mit kleinen Kränen und nimmt das Ding weg. Lass es doch sein. Danach geht's dir den ganzen Abend schlecht. Das ist ein Rumpsteak. Jawohl, schau. So. Dankeschön. Habt ihr noch einen kleineren Teller eigentlich beim nächsten Mal? Wenn man da Folie rummachen würde, passt da mehr drauf. 15,90, da musst du mal was verdienen mit so einem Gericht, oder? Schaffst du das? Und das sind 350 Gramm, das sind 400 Gramm Fleisch. Oder? Ihr meint schon nur so gut. Der kocht dich in Ruin.
Aber allein die Kombi, jetzt mal ohne Quatsch, also das ist für mich echt diese Bohnen, die Pfefferrahmsoße, Garnelen, dieser Reiberdatschi, das ist einfach so wahnsinnig willkürlich. Der stark gebratene ist roh, ne? Das ist auch noch. Carpaccio mit Fettrand, ne? Ganz unangenehmer Fettgeschmack, also so altes Fett. Also das Fleisch finde ich. Ist halt ranzig, es ist altes, ranziges Öl. Ich könnte wetten, dass man mit guter Convenience, ja, man wird seine Arbeit in allen Belangen schlagen könnte. Unbedingt. Ich möchte sogar noch einen weitergeben und sagen, mit jeder mittelmäßigen Convenience. Hier sind wir wieder, Déjà-vu. So, Manni. Ein gutes Gericht sagt mehr als 1000 Worte, ne? Das heißt, ja, es wird ein langer Abend. Ja. Ja, wir müssen reden. Ja, können wir machen. Ja. Du hast keine Gäste und du wirst damit alle Leute abschrecken. Also wenn du siehst, auch was bei den Braten auf dem Teller überbleibt. Das heißt, das hat jetzt nichts mit einer Soße oder sowas zu tun, ne? Das ist jetzt alles kalt geworden, hier auch. Das ist halt pures Fett. Der kann kochen. Ich weiß das. Wenn ich morgen feststelle, dass der ganze Laden so dilettantisch betrieben wird, dann muss man hier die Reise einziehen. Zimmer Nummer 1. Hast du eine Sammelleidenschaft? Die muss ich was wissen irgendwie, oder? Wie, nee. Was hast du da hier drin eingelagert? Sieht aus wie so ein Antiquitätenhändler, ne? In 2 Tagen sagst du, sollen hier Gäste wohnen? Ja, nebenan. In die anderen Zimmer. Ja. Das sieht ja schon aufgeräumter aus, ne? Das ist, in 3 Tagen sollte es soweit sein. Warum ist nicht früher was passiert? Weil der Elektriker vorher keine Zeit hat. So was habe ich noch nie gehört. Doch, dass du keinen Elektriker kriegst. Ich glaube, dass du die einfach verzettelt hast. Ein Restaurant, dann oben Zimmer, dann hier die Burg, dann ein riesiges Gelände, vorne eine kleine Bühne. Und Mutterseelen allein machst du das. Wie soll das gehen? Was ist das Wertvollste hier? Das ist der Ring da. Der Siegelring? Nee, das ist normaler. Wer trägt denn sowas? Ich. Leute aus dem Königshaus oder Zuhälter? Oh. Oder Drogendealer? Ich habe schon viel verkauft, aber nicht wegen die Festival. Nee, du hast doch viel Geld kaputt gemacht, auch schon. Ja, schon. Ja? Wer nicht geht mit der Zeit, der geht mit der Zeit. Siehst du? Ja, und wer nicht wagt, kriegt auch kein Kind. Das stimmt, na ja, du hast ja 13 davon, da weißt du Bescheid, ne? 2 Gerichte zeige ich dir. Ja. Eins ein bisschen schwieriger, eins echt ganz einfach, aber halt hundertprozentig frisch. Ja, das Gemüse, was grün ist, enthält ja Chlorophyll, ne? Richtig. Was ist Chlorophyll? Ja, Chlorophyll ist normal giftig. Ha? Das ist normal Gift, oder? Alter, das ist super gesund. Weißt du denn, wie man dann so Blattgrün und sowas erhält, also damit ein Gemüse schön die Farbe behält? Wahrscheinlich durch die Gewürze, oder? Nee, Gewürze, das hat damit nichts zu tun. Du hast im besten Fall in deinem Mise-en-Place in Röschen zerschnitten, blanchiert. Du brauchst ihn dann nur noch schnell regenerieren. Das bedeutet schnell frisch glasieren mit ein bisschen Butter und Geschmack. Ja, was heißt blanchieren dann? Das muss man immer mit Deutsch sagen. Ich kenne deine Fachausdrücke nicht. Blanchieren heißt ja jetzt kurz andämpfen im Ding mit Butter und. Nee, das wäre sortieren. Er brüstet sich zwar als Koch, er brüstet sich auch als guter Koch, aber alle Basics fehlen ihm. Alle wirklichen einfachen Sachen. Gemüse in Salzwasser abkochen, in Eiswasser abschrecken. Das ist ihm halt ein riesengroßes Rätsel. Was hast du denn eigentlich für Gewürze, Manni? Hast du frische Sachen da? Ich habe nur Trockengewürze. Die habe ich hier. Ich habe jetzt hier zum Beispiel. Kümmel, Mairan, Thymian. Mein Rosmarinbaum steht draußen. Der muss sich wieder erholen. Kann ich ihn ja reinholen? Ich habe ja einen Rosmarinstock da. Ich habe ja das da, das stimmt bloß hier. Ja, wunderbar. Der ist mir jetzt kaputt gegangen und darum habe ich ihn raus. Ich wollte den nicht herinstehen lassen. Ne? Ich würde sagen, da herrscht extreme Brandgefahr, oder? Ja, ja, aber der ist da. Da ist er ja frischer. Ja. Der ist auch noch gut. Ich habe genug gesehen. Komm, lass es jetzt kochen. Was habt ihr denn im Monat an Umsatz hier mit der Burgschenke im Schnitt? 2.500 Euro. Okay, also quasi zwischen gar nichts und ein bisschen. Ihr verdient mit den Zimmern nichts. Hm. Ritteressen habt ihr noch nie verkauft. Hm. Die Feste sind also eigentlich eher ein Rückschlag. Hm. Die Gaststätte verbrennt Geld und das Trockenfruchtbusiness ruht zurzeit. Sowas hier? Genau, wie das? Richtig. Was habt ihr damals mit diesem Geschäft monatlich gemacht im Schnitt? 8.000. 8.000 im Monat. So, jetzt ist natürlich unsere Butter wichtig. Im dünnen Strahl ist auch immer wichtig, ja? Wenn du zu viel reingibst, kann sein, dass es sich nicht verbindet, ja? Und dann nennt man das Abschmieren. Dann läuft es nämlich raus. Ich nehme jetzt hier einen Teller, schau. Und jetzt muss man einmal wirklich sich fokussieren, dass man hier bleibt mit der Hand, okay? Und dann 1, 2, 3. Zack, die ist fertig. Schaut gut aus, oder? Dann machst du hier so eine schöne Rolle, ja? Wie so eine Wurst aufrollen. Wir wollen ja, dass es so eine Wurst bleibt. Ich würde sagen 20, 25 Minuten und zieht einfach nur so ein bisschen. Wir kontrollieren das zwischendurch und haben jetzt Zeit,
unsere Beilagen vorzubereiten. Und das ist einmal das Süßkartoffelpüree, habe ich dir erklärt. Mhm. Süßkartoffeln, Zwiebeln, ein bisschen Butter anschwitzen, mhm. Schluck Weißwein drauf, etwas Brühe drauf, nachher mit ein bisschen Sahne aufgießen und im Mixer fein pürieren. Was glaubst du denn? Ist die Gemüsetorte oder jetzt diese Poularde im Speckmantel? Was ist schwieriger? Ich denke, keines von beiden ist schwieriger. Das kriege ich hin. Alles klar, dann räume ich jetzt das Feld. Du hast die gleichen Zutaten wie ich da. Und du hast auch ein bisschen mehr Zeit als ich. Ich hasse es mit der Hollandaise. Ich habe das immer schon gehasst. Das ist einfach nur krank. Das ist ein Horror. Ich kriege nicht hin. Man muss es ja nicht drauf machen, die Sauce Hollandaise unbedingt. Schaut ja schön aus eigentlich, aber wie schmeckt das, wissen wir halt nicht, oder? Mahlzeit. Ah, Scheiße. Wunderbar, erster Gang. Okay. Stopp. Da fehlt ein wesentlicher Bestandteil, oder? Mani, da fehlt die Soße. Ja, sagst du, die ist gestorben, die gibt's nicht. Die Soße ist ihm nicht gelungen, die ist gestorben, soll ich sagen. Die Soße ist gestorben? Okay. Danke. Es ist auch nicht angebraten, oder? Es ist auf der anderen Seite angebraten, unten auch nicht, ne? Nee. Also, du darfst nicht mal sagen, das war ein individueller Kochkurs. Also das ist, mehr geht gar nicht, ne? Zu zweit, ja. Und wenn du das dann nicht reproduzieren kannst, was einfach ist in der Einfachheit und 50% fehlen, weil sie sagt, die Soße ist tot. So, weil die Krux war ja eigentlich, also das Schwierige war ja, nicht diese Torte, sondern hier ist ja das Handwerk. Ja. Genau, ja. Das ist überhaupt nicht abgeschmeckt, ne? Das schmeckt, es ist halt Ei und Gemüse, aber irgendwie Gewürze, Fehlanzeige, Kräuterfehlanzeige. Dieser Gemüsekuchen ist, bis auf die Hollandaise, ein super simples, einfaches Gericht. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich als Coach, als Lehrer versagt habe. Okay, die Grundzutaten sind dabei. Gerügen, genau. Er hat nichts vergessen. Mhm. Mhm. Das hat er ganz gut umgesetzt. Also ich bin mir jetzt unschlüssig. Also das erste Gericht, was ja eigentlich einfacher war, das ist total nach hinten losgegangen. Da hat er jetzt aber eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Trotz alledem habe ich ja auch mit ihm heute lange gekocht. Und ich habe auch gesehen, wie er sich dabei teilweise auch aufgeregt hat, also für sich selbst, wenn irgendwas nicht klappt. Und ich glaube nicht, dass er das für viele Leute jeden Tag mit dem Stress und dem Druck, ich glaube nicht, dass das ihn glücklich macht auf Dauer. Wie war's denn? Anstrengend. Es war zu viel Druck für mich. Wie siehst du die Zukunft? Wenn das Urteil feststeht, dass sie das nicht hinkriegen, dann sperre ich hier zu. Ich glaube da nicht dran. Also ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwie übermorgen, wenn wir weg sind, dass es hier floriert, dass er auf einmal viel geiler kocht, dass viele Leute kommen, dass hier die Kohle reingeht und dass es alles gesund wird. Da glaube ich halt nicht dran. Jetzt haben wir uns mal besprochen. Und ich glaube, wir tun dir und euch den besten Gefallen damit, wenn wir euch raten, euch auf diese Zimmer zu fokussieren und dann auch einfach nochmal an euer Trockenobstgeschäft denkt. Ne? Ihr wart sehr erfolgreich, ja? Im Verkauf von Trockenfrüchten, von Bergkäse und von Essigen, was weiß ich, reaktiviert das wieder. Und da kannst du Geld verdienen. Und wir werden euch morgen auch noch unterstützen, also sowohl mit den Zimmern, dass die auch bewohnbar sind, mhm. Ja? Als auch mit der Suche nach potenziellen Kunden. Ich bin durcheinander. Dass ihr jetzt morgen sagt, ich sperre den Laden zu, werde ich mit Sicherheit nicht tun. Ganz ehrlich, ich habe einfach nur Schiss. Ich kann jetzt sagen, ja, lebst du das weiter, machst deine Früchte weiter oder deinen Käse, werde ich definitiv nicht tun. Ich habe Angst vor morgen. Ich glaube, ich fahre weg und komme nicht wieder. Du sagst ja gar nichts. Schweigeminute erstmal zur Begrüßung. Was ist denn los? Ich habe das Rentneressen mit in die Kasse gezählt, aber das war ja nicht so. Wir haben uns gestern hingesetzt und ich habe auch noch gefragt, Danach habe ich die Zahlen mir erst angeguckt, Ole. Was heißt das jetzt? Rentneressen mit auf die Kasse, das heißt? Das heißt, dass wir einen durchschnittlichen Umsatz zwischen 4.500 und 5.000 Euro haben. Das hattest du ja aber auch gesagt. Ja, also. Und zusätzlich aber das Rentneressen. Finanzielle Probleme, die entstehen dadurch, dass mein altes Geschäft einfach ein Minus hat. Ich glaube, sie hat einfach total den Überblick verloren. Was können wir jetzt heute für dich und für Mani tun? Wir sind ja da, weißt du? Dass ihr gemeinsam kocht und wir gehen die Buchhaltung durch. Mit euch ist halt die Werbung da und so werden wir bekannter. Wir Kochprofis machen gerne Werbung, gezielt Werbung. Und zwar auch aus dem Grund, wenn wir dran glauben. Ne? Wenn es eine Nachhaltigkeit hat, sind wir die Ersten und sagen, hier, wir glauben dran, wir stehen für euch gerade, wir halten die Fahne hoch, wir machen Werbung. Aber wir sind verpflichtet irgendwie, die Wahrheit zu sagen. Und deswegen können wir hier nicht dahinter stehen und sagen, wir machen Werbung für so ein chaotisches System. Guten Morgen, Mann. Bleiben wir bei der ersten Idee oder die Idee, die wir gestern geschmiedet haben, mit den Zimmern, dass wir die auf Vordermann bringen. Ja? Dass wir hier ein bisschen was etablieren zum Thema Frühstück, Brotzeit.
Ich meine, das war gestern, glaube ich, für alle eigentlich ein ganz solides. Nee, das ist ja auch okay, wenn ihr das so machen wollt, dann könnt ihr ja ihr das so machen. Weißt du, das ist irgendwo, das ist schon ein bisschen ein Team. Aber es ist ein bisschen undankbar. Nein, nein, das ist es nicht. Das ist nicht. Nein, ich bin euch da auch sehr dankbar drüber. Siehst du nicht die Geste von uns? Die ja, doch, ich respektiere das ja auch. Aber ich respektieren? Mir gefällt das auch. Das ist, ja, aber respektieren ist doch nicht richtig sicher. Nein, ich finde das auch toll. Warum sollen wir denn euch helfen? Jetzt eiern wir seit 2 Tagen rum. Ne? Gestern kam nichts voran, dann gab es viele Halbwahrheiten. Ich bin 56 Jahre, ich bin seit meinem 19. Lebensjahr selbstständig. Ich habe 1,5 Millionen im Jahresumsatz gehabt und habe meine Steuern bezahlt. Also ich bin kein Dummer. Ne? Wenn wir gerufen werden, dann kommen wir doch, weil Leute Hilfe brauchen. Ich meine, die wollen den Schmuck verkaufen, die wollen den LKW verkaufen. Gestern haben wir 500 Euro Minus ausgerechnet. Jetzt kommt auf einmal raus, dass das angeblich doch viel mehr Umsatz gemacht wurde. September. Also ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen, was ich jetzt echt nicht verstehe ist. Ne? Wir kommen hier an, dann sagst du uns irgendwie, du hast dich da verrechnet und hast es nur grob überflogen ausgerechnet. Hast du jetzt noch nicht mal irgendwie mir eine Liste ausgedruckt? Okay. Und ihr habt alles bar bezahlt, nichts über das Konto? Doch, doch, aber das Konto ist ja da nicht mit dabei. Ne? Wo ist das Konto? Beim Steuerberater. Schätzekind, wie soll ich denn hier irgendwas mit dir die Zahlen durchgehen und alles ausrechnen, wenn ich nur halbe Informationen habe? Ich verstehe das. Ich denke, es ist hier alles einfach falsch gelaufen. Und ich glaube, ihr habt recht. Ja. Womit haben wir recht? Naja, dass sich das alles nicht trägt und dass wir uns erstmal sortieren müssen. Viele Menschen erfinden irgendwann eine Geschichte, die sie für ihr Leben halten. Ja? Und das ist die Gefahr bei Money, dass sie sich einfach rausreden in eine andere Welt. Ja? Ich wünsche, dass sie zurückkommen auf diese Welt, ja? Und dass sie in dieser Welt erfolgreich sind und glücklich und zufrieden.